Die letzte Folge war ja eher so. Deswegen muss die hier besser werden, gerade weil sie die Grundstimmung für die 100. Folge legen wird. Wenn das hier schlecht wird, dann habe ich sozusagen überhaupt keine Vorfreude auf Folge 100. Also los, überzeug mich, Spiel. Ich weiß, du kannst es noch. Das letzte Woche muss eine Ausnahme gewesen sein. Obwohl ich eigentlich weiß, dass es dir immer wieder schlechte Maps gibt, aber das war eine Ausnahme, eindeutig. Wrong Maps Hobo Trip. Der Hobo Trip. Oh ja, ein Hospital. Nein. Was? Buntes Treiben hier. Oh! Also das hat schon irgendwo. Wow! Irgendwo hatte das was tatsächlich. Dead and Sun Adventures. Ah, eine Ver Wow! Eine verkleidete Harpune. Sie ist offensichtlich das schwerste Hindernis, was ich jemals in der Bibel hatte. Nein, ging wieder ganz gut. Eine Stachelwand. Muss ich die umwerfen? Okay. Ist das ein Rätsel? Hätte ich gesagt, nicht, ich hätte dahinter gewusst. Also, was, ich meine jetzt nicht dahinter, sondern hinter den Stein. Und dann runter. Ja, Kind, schau nach. Na klar, doch. Oh, was war das da unten? Wrecking Ball. Alles gut. Der perfekte Fall. World Explorer. Ah. Boah, das riesige UFO sackt ab. Ich hinterher. Damn it. Dammit! Muss ich denn hin? Muss ich hier überhaupt hinterher? Hallo? Oh ja, okay. Nein, kein Bottle Run, bitte nicht. Nicht, dass ich schwer. Oh nein, kein Glass Break. Er ist so voll genial mit dem UFO runter und jetzt kommen diese Standard-Tricks. Ja, was ist denn, was war das denn? Ich hing fest. Oha. Das habe ich auch noch nicht gesehen vorhin. Also gibt es ja hier doch an sich ganz witzige Abschnitte. Aber jetzt wieder hier in meinem Dummy-Fahrstuhl. Man kann hier, glaube ich, die roten Knöpfe drücken. Oh nein, hab ich ihn kaputt gemacht. Was? Komm wieder runter, hallo. Was ist los mit diesem Fahrstuhl? Kann ich jetzt bitte weitermachen? Ja, okay. Oh, natürlich. Olha, abola. Ich bin der Ball. Ja. Lord, Lord, Lord. Nein, ich will lieber. Jump Challenge. Ah. So. Ach so, okay. Okay. Mit ein bisschen. Wie mache ich das? Ich habe eine Münze aufgesammelt, die auf dem Boden versteckt war. Aber geht das nicht auch auf einem der legitimen Weg? Bestimmt, ey. Yeah! So geht das. House Collapse. Dieses Haus wird doch nicht etwa von der Klippe fallen? Oh! Geil! Wow! Also das Konzept finde ich witzig. Spikefall 2017. Die Leute sind so stolz auf ihre 2017er Bezeichnungen, obwohl es immer nur sowas ist. The Pigeons Course? Wo ist denn die Taube? Ich bin in der Taube, ja. Oh, ja. Das war ein langes Vergnügen. Ach nein, da hat sie hingepupt. Geht gar nicht. Wow. Wow. Ich wollte schon immer mit meinem Fuß voranfahren. Der unter meinem Kopf war.
Das, ach du Shit. Alles klar. Das geht ja hier noch. Nicht? Ja, jetzt wird er ein bisschen einfallslos, aber vielleicht kommt es ja noch. Fußbälle! Achso, das sind Eier. Klar, das sind Eier. Warum ist der eine schon wieder, der steckt dazwischen? Nee, jetzt nicht mehr. Granddad, is that you? Ein originelles Abenteuer. Anti-Gravity-Test. Anti-Gravity. Oh. Was macht meine Tochter da oben? Oha, ha, ha. Shit. Nochmal. Ja, ich lasse dir das Schicksal da. Und jetzt rückwärts fahren. Ja, das Einrad fährt voraus. What? Igittigit. Also noch lebe ich. Auch wenn es hier Turbulenzen gibt. Lenzen und Partners. Partner. Kennt das jemand, Lenzen und Partner? Nein! Ach so, das muss ich machen. RIP Happy Wheels 2018. Ich denke, so schlimm ist es noch nicht, aber die ersten Prognosen werden abgehalten. Ich habe ihn mit meinem Rücken kaputt gemacht. Sick Flips. Was möchte ich? Sick Flips. Ja, das war der erste extrem sicke Flip. Wow, der eine Pfeil ist noch in mich reingeflogen. Hallo. Lande ich jetzt wieder am Anfang? Das wäre doch mal was. Komme ich überhaupt wieder runter? Ja, da bin ich wieder. Geil. Ja, ich spiele den Kurs nochmal. Cool. Und da kommen nochmal neue Pfeile hinterher. Ja, ich habe das Level nochmal von Anfang bis Ende geschafft. Wow. Bricky Stairs. Ugh. Ach so, ich verstehe. Das ist das. Oh nein, da ist noch mehr. Ich hoffe, er kriegt jetzt keinen Kopf. Ah, bitte keine Kopfschüsse. Na. Oh. Was ist da? Was geht mit meinem Hals, bitte? Was macht der da? Hey. Ah, ich könnte sogar noch verlieren, oder was? Möchte ich aber nicht. Ah, oh, ich muss ihn da noch reindrücken. Aha, gut. Master Nails Imp Level 2. Impossible. Was? Was soll ich machen? Runter, oder? Ja, bestimmt. Nee, auch nicht. Okay, muss ich wohl wirklich rüber. No, shit. Dann lass es einfach fallen. Ich muss ja diese rote Schranke nicht berühren, damit das Nagelbrett runterkommt. Also von daher. So, was nun? Ah, ich hätte wirklich. Oh, Alter. Oh, bitte, bitte. The Highway. Welcome to. Oh, wow. Welcome to the irgendwas. Highway heißt das bestimmt. Oh! Wo sind wir? Naja, das ist doch mal was. Was auch immer das da ist. Ich fahre auf dem Nichts. Alter, ich falle ständig durch alles durch. Ach, mein Gott. Jedes Mal denke ich, ich muss auf einem bestimmten Weg fahren, aber nein, ich falle runter. Ja, das schießt durch. Gut. Jetzt ging's besser. Jetzt habe ich mal einen ganz schön ordentlichen Zug drauf. Wow! Ich konnte das Schild nicht mal lesen, wo ich gerade durchgefahren bin. Greenland. Hey! Was erwartet uns im Greenland? Mechanische Tricks wieder, wie mir scheint. Ja, hier soll ich nicht rein. Deswegen habe ich noch eine zweite Chance, oder wie? Nö. Ach so, okay. Hier gibt's noch einen anderen Weg. Das war dann wohl nur die Müllrutsche. Was? So, oh, ah, 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 ah. Jetzt hier.
Hier, und jetzt muss ich da raus. Oh Gott. Das ist schwierig. Könnte mir so ein Level der Marke, ja, gute Stunde werden. Nee, hier komme ich ganz gut drauf jetzt. Ach, ich muss doch runter, oder was? Ah, ich verstehe. Oh, wie clever ist das denn? Wow. Das ist hier ohne Probleme, oder? Nee, gut, hier links kann ich nicht vorbei. Kann mich... Nee, unten komme ich so auch nicht durch. Na, jetzt muss ich warten, bis sich das richtig dreht. Na, das wird jetzt aber was hier. Alles klar. Oh, jetzt. Was ist das? Oh! Das ist Exit! Und wo falle ich jetzt runter? Wieder durch die Map. Ey, das wurde erstellt von Quarz. Nicht von Marvel. Ja, Pokémon LP Jokes. Keine Folge ohne Cave Adventure. Da ist er wieder, der Explorer-Guy. Da stand sogar noch HD dahinter, also denke ich, da hat sich jemand Mühe gegeben. Ja, das sieht man auch daran, wie elendig lange das lebt. How? Wow! Also die Grafik macht einiges her. Ich spiele jetzt zwar überhaupt nichts selber, gerade bis hierhin, aber okay. Oh nee. Nee. Jawohl. Jetzt habe ich keine Arme mehr und kann nichts mehr tun. Hör auf, Rumpf. Hör auf! Mann! Oh, jetzt ist gut, ey. Hör auf, dich umzudrehen auf den Rücken und hopp doch mal diesen Scheißweg da. Ey. Oh mein Gott, ist das der größte Rotz, ey. Hoho, ey. Alter, ich werd so aggressiv von diesem Scheiß! Ist das zu glauben? Ist das einfach zu glauben, was hier abgeht? Jetzt los! Mach hinne! Häng dich an diese Brücke ran! For fuck's sake! Alter! Okay, diese Map bekommt von mir offiziell den Stempel aufgedrückt. Nervtötendste Map aller Zeiten. Das, was ich hier erlebe, es entfacht so viel Zorn gerade. Das ist nicht mehr normal. Ich bitte. Ja, okay, bis hierhin haben wir. Bis hierhin ist alles okay. Wie geht's jetzt weiter hier? Was muss ich jetzt machen? Hä? Na los hier. Auf da, rauf. Hä? A, O, A, A, A. Okay. Bitte lass das Level nicht noch viel länger sein. Das allein, dieser Anfang da, ey. Das hat mir schon alle Nerven gekostet. Ja, das ist jetzt eine gemütliche Fahrt gerade. Ich halte die ganze Zeit die Leertaste gedrückt, als sie auch gar nicht hier rausfällt. Das war echt alles. Mensch! Nee, nee, nicht nochmal. Komm, vergiss es. Ja, ja. Happy Truck Racing. Happy Truck Racing. Oh! Geil! Ja. Wow, was für ein Fehlstart von mir. Der Truck ist ein Spacken. So, jetzt. Ich bin schnell Erster geworden. Die große Wende in diesem. Was? Du hängst du überhaupt dran? Wie hängt er da bitte dran? Ey, du machst gerade schon wieder hier Schwebe. Wow, nein, du kommst ja jetzt her. Das muss nicht sein. Los. Ja. War akzeptabel. Kukiri Forest. Ah, eine Ocarina of Time Map. Oh nein, kenne ich das? Ach du Scheiße. Es laggt zumindest. Wow. Ich weiß, dass ich mal eine Zelda Ocarina of Time Map in richtig guter Qualität von irgendwem gesehen habe. Das scheint sie aber nicht zu sein, die ich dachte. Ich weiß, die Frames sind nicht gerade sehr hoch, aber
Angesichts der Maps, die wir hier spielen, lässt sich das wohl nicht anders vereinbaren. Jetzt darf ich. Ja, umgekloppt hier. Jetzt ein bisschen schneller kurzzeitig, bis wir zur nächsten grafischen Eskalation kommen. Da waren Spinnen. Fairy Slingshot. Kann ich jetzt da hoch? Oh nein, das sollte ich da nicht in Angriff nehmen, diese Spinne. Nichts für Leute mit Arachnophobie auf dieses Level, wa? Oder muss ich das so machen? Damn it. Ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht. Muss ich hin? Okay. Lass mal hier durch. Nee, lass mal erstmal links fahren. Das wollte ich vorschlagen. Oh, dieses Feuer muss darüber gebracht werden. Gut. Also kreativ ist er ja, das muss ich ihm lassen. Und das lässt sich sogar bisher besser spielen als die erste Map. Was ist das hier? Ah, noch mehr Feuer. Gut, was heißt kreativ? Ich meine, im Grunde zeigt er uns Dinge, die man bei Zelda Ocarina of Time macht. Also, es ist jetzt nicht aus seiner Feder entsprungen direkt. So viel Ehrlichkeit oder so viel Riss. Ja, so viel. Wie möchte ich das nennen? Wie möchte ich das nennen? So realistisch muss ich sein, da fällt ein Bein runter. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie man den Boss im Original besiegt, dann wäre das jetzt hilfreich. Hier runter? Get on Gomas Claw. Was für eine Claw? To attach you in the eye. Was für eine Claw? Ich weiß nicht, was da von mir will. Ach so, ich kann jetzt hier rüber. Rückwärts. Gut, Prinzip verstanden. Ich wollte nicht da stehen bleiben. Oh nee, 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 mach ich nicht nochmal. Vergiss es. Nee. Cave Adventure 3D Pokeballs Row. Ich keine Lust jetzt drauf, ehrlich nicht. Ach so, das habe ich heute schon gesehen mal, ja. Hat er einfach mal wieder so eine Map gemacht. Das kenne ich aber auch schon, das Prinzip hier. Ja. Rumwerfen und Pokémon einfangen. Ja. Würde ich das nicht schon kennen, würde mich das jetzt wesentlich mehr beeindrucken, aber. Yo, der Mega-Freeze an der Stelle. Apollo benutzt Hypnose, keine Ahnung. Wie viele sind hier? Oh shit, daneben geschmissen, ey. Ja, Floink! So. Toggle-Tick. Wieso, wie, wow, wieso ist die Kamera gerade voll nach unten gefahren? Ich drück das gerade nicht selber, Leute. Das passiert gerade automatisch. Warum auch immer. Kannst du den mal bitte einfangen jetzt? So. Haben wir alle? Oder? Ja, okay. Oh, ich würde sagen, das wäre jetzt genug Aufregung. Die Level waren cool, aber ich habe mich noch ein bisschen aufgeregt teilweise auch darüber. Aber so eine gesunde Mischung eben. Das war die 99. Folge. Es hat Spaß gemacht und das, ja, zeugt davon, dass die 100. Folge gut werden kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.